Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Arcane Vale. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche dir viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Arcane Vale. Ja, ich stehe hier gerade an meiner Farm, also an meinem Haus. Ich dachte, wir gehen da mal hin. Ich habe auch schon ins Gewächshaus geguckt und wir können jetzt endlich mal unsere Ernte einholen. Das habe ich zumindest schon mal gesehen. Ich habe auch Inventar schon mal geleert. Aber, Leute, schaut es euch an. Naja, hier unten noch nicht komplett fertig, aber es ist wunderschön. Ich würde sagen, Hacke nehmen und ran ans Werk. Oh, guck's mal. Oh, lecker. Ja. Der Traum eines jeden Farmers. Ich setze meinen Hund... meinen Fuchs, damit er mir hier nicht irgendwie in die Quere kommt. Einmal eben kurz in meinem Haus ab. Und dann kriegt ihr einen Cut, bis ich alles geerntet und neu angepflanzt habe. So, du bleibst jetzt mal kurzzeitig hier. So, Leute, ich bin jetzt fertig mit Abernten und Neupflanzen. Das ist euch übrigens wahrscheinlich gerade eben nicht aufgefallen, aber zwei unserer Rüben hier waren verdorben. Also, die können offenbar auch eingehen. Und, Leute, schaut euch das einfach an. Ich habe noch nicht Sekt gelegt. Einfach hier schon so 30 Zwiebeln, richtig viel Weizen, ganz viel Kohl, Zuckermais. Dann nochmal vier Pakete Kürbisse. Oh. Das ist einfach schön. Unser Gemüse hat was abgeworfen, Leute. Ich kann ja auch mal direkt gucken, ob ich irgendwas damit kochen kann, aber ich glaube nicht. Ach, guck mal, da kam gerade Balian wieder. Den hatte ich letztes Mal ja losgeschickt. Dann erzähl mir mal Balian. Er hat zwei Siegel aus Sandstein und eine Lehmsteinmauer geholt. Ne, viermal Lehm und einmal Steinmauer. Plus drei Holzblöcke. Okay. Das ist mein erstes Lehm. Es macht auf jeden Fall einen Unterschied, wo man ihn losschickt. Ja, aber was kochen kann ich, glaube ich, daraus nicht. Doch, warte mal. Ich habe, wenn ich eine Schale habe. Warte mal, ich habe mal... nebenbei meine Schale hergestellt. Irgendwann mal. Guck mal, wir können einen Tomatensalat machen. Boah, guckt euch mal die Werte davon an. Wartet mal, ich mach mal ein paar Holzschalen. Oh Leute, das Zeug ist gerade hier in Arbeit. Wir holen das gleich ab. Ich will jetzt auch gucken, wie viel Geld ich mit dem mache, was ich jetzt noch übrig habe. Das sollte jetzt ordentlich Geld geben. Ich will nichts von dir kaufen, ich will dir was verkaufen. So, für die Zwiebeln kriegen wir fast 400 Münzen. 396. Ja, ich weiß, den Weißen den verkaufe ich nicht, weil ich daraus Mehl machen will. 496 für die Kürbisse. Na gut, für den Kohl kriegen wir nicht mehr so viel. Und 224 für den Zuckermais. Okay, ich blende mal hier eben kurz ein, wie viel insgesamt ich zusammenbekommen habe für das Ganze. Und auch wie viel ich plus den Mais bekommen hätte. Durch den Weizen. Und dann stecke ich jetzt meinen gesamten Weizen, den ich jetzt hier noch habe, eben kurz in die Windmühle hier, dass daraus das andere Zeug entsteht. Wollt der irgendwas von mir? Der ist mir hinterher gelaufen. Och, Leute. Unser erstes selbstgezüchteter Tomatensalat. Ich habe ihn verspeist. Alter, das ist halt einfach das Superfood. Okay, Leute, was wäre mein weiterer Plan für heute? Ich würde zuallererst nochmal gucken, ob das Auge vielleicht da ist. Und wenn nicht, dann würde ich jetzt einfach mal gucken, dass ich da unten ein bisschen erkunden gehe. Wir haben da ja immer noch einiges an Questen offen. Und die Fischmenschen sind wieder da.
Ich laufe ja gerade einfach mal so ein bisschen rum. Weil ich mir wegen dem Auge hier rumsuche, was hier rumgeflogen ist. Dann haben mich auf einmal die Fischmenschen wieder angegriffen. Na gut, aber ich bin jetzt hier einmal komplett drüber gelaufen und ich habe das Auge nirgendwo entdeckt. Ist ein bisschen schade. Na gut, dann gucken wir jetzt mal hier im Osten, was da so abgeht. Oh, da ist ein Schlong. Der hat mir schon wieder so einen Komposagnatus-Schädel abgeliefert. Diese komische Echse. Sind das Bienen? Nee, das sind Wespen. Ich hasse Wespen, ne? Wieso droppt ihr Honig? Wespen machen keinen Honig eigentlich. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Das waren nur Bienen. Hört auf, die Bienen zu ärgern. Und noch mal ein bisschen was zu mitnehmen. So hat man hier alles aufgesammelt. Sieht auch so aus, als ob hier immer mal früher eine Farm gewesen ist. Oh, hier ist ein Toter. Und ein neues Portal. Ich glaube, wir haben die Goblin-Armee gefunden. Nee, Kobolde. Oh, die droppen Geld. Bronzebeinplatten haben die auch getroppt. Okay. Ihr habt auch ein paar Pfeile für mich. Und hier sind auch diese Libellen. Die Libelleneier droppen. Die gab es ja auch auf der Heimatinsel. Komm her! Ich hab ihn dann bekommen. Hier ist jemand. Bernadette. Warum denke ich gerade an eine bestimmte Serie? Es kommt nicht oft vor, dass sich jemand so weit in den Süden wagt. Was führt dich hierher? Ich bin auf der Suche nach dir. Oh, auf der Suche nach mir. Und warum? Den Vater schickt mich. Er ist sehr besorgt. Ach, das ist die Tochter, die wir suchen sollten. Er weiß, dass er sich keine Sorgen um mich machen muss. Es sei denn, er weiß, wie nutzlos das Goldschwert war, das er mir gegeben hat. Was ist mit deinem Schwert passiert? Wer auch immer gedacht hat, dass Gold ein gutes Material wäre, um ein Schwert daraus zu basteln, muss ein kompletter Idiot gewesen sein. Deswegen zerbrachen drei Teile, als ich gegen Kobolde kämpfte. Sie haben einen alten Steinbruch östlich von hier überrannt. Ich weiß, dass es grausam erscheint, aber diese Kobolde sind nichts wie die anderen. Sie sind bösartig und ein Wahnsinn scheint von ihnen Besitz ergriffen zu haben. Es gibt einen Kobold in einem mechanischen Anzug. Er muss ihr Anführer sein. Er hat mir aufgelauert, als ich die Stadt erkundet habe. Und dabei ist mein Schwert zerbrochen. Ich glaube, bevor ich ihn nicht erledigt habe, du siehst aus, als wärst du ziemlich geschickt mit dem Schwert. Wärst du bereit, dabei zu helfen, dieses mechanische Monstrosität von einem Kobold loszuwerden? Klar, warum nicht? Ja, je eher wir dieses mechanische Monster zerstört haben, desto besser. Ich habe ihn zuletzt südlich von ihrer kleinen Koboldstadt dort drüben gesehen. Sie haben ein Steinbruch übernommen und ich glaube, sie bauen Schwefel ab. Sieht so aus, als würden sie es horten. Es gibt nur einen Grund, warum sie so etwas tun würden. Sprengstoff. Ich kann nicht gehen, bevor die Sache nicht erledigt hat. Ich wünschte, ich könnte dir mehr helfen. Aber mit meinem kaputten Schwert würde ich dich nur aufhalten. Sieh zu, dass du dich so schnell wie möglich um den Kobold-Führer kümmerst. Wenn du das getan hast, werde ich zu meinem Vater zurückkehren. Okay, aber erstmal penne ich die Nacht durch. Er hat nur eine Steinmauer gefunden. Komm hier, ich krieg dich. Ja.
Westlich von hier, ne? Auf nach Kobolthausen. Kobolddorf, Entschuldigung. Alter, seit ich die Arena gemeistert habe, recke ich einfach alles. Ich habe keine Gegner mehr. Hä? Kobold-Assassine, der war vorher unsichtbar. Alian. Du musst was holen gehen. Such Baumaterialien. Also hier soll ein Steinbruch auch irgendwo sein, ne? Was ist denn das da? Was ist hier los? Warum ist hier so komplett buggy? Das ist mir so nur so im Augenwinkel aufgefallen. Warum zum Geier buggt da ohne Ende? Warte mal hier, mein kleiner Fuchs. Irgendwas lässt die Erde hier beben. Oh, ich hab das. Ich wollte einfach nur mal draufhauen. Und gucken, was passiert. Die bauen hier Schweine an. Schalten wir die Kobus aus. Allein schon, weil sie Gold droppen. Das Geld ist immer willkommen. Hier ist irgendwo ein Assassine, glaube ich. Keine Sorge, meine kleinen Schweinis. Ich rette euch noch. Ich hatte den Fuchs jetzt nur da oben abgestellt, damit er mir nicht die ganze Zeit im Weg steht. Ach, Kartoffeln. Gurken habe ich so gut wie gar keine. Die nehme ich mal mit. Ach, du geil. Ach, du heilige Scheiße. Das für Megapilz. Ich musste die Situation erstmal verarbeiten. Ist hier denn irgendwo jetzt der Steinbruch? Da ist der wahrscheinlich drin. Da kann ich gar nicht rein. Ich habe übrigens gesehen, dass da Gold ist. Das hole ich mir später. Ich habe momentan nicht so den Bedarf. Alter. Südlich vom Dorf. Das sieht mir schon eher nach der Gegend aus. Na, Wumsel! Macht ja gar keinen Schaden. Okay, das ist wahrscheinlich der Steinbruch. Wo ist denn unser mechanischer Volk? Um Gottes Willen, der hat Bomben. Was für ein Verrückter. Ist das der Schwefel? Diese Assassinen sind fies. Die sieht man vorher nicht. Wartet mal. Einmal kurz eine Spitzhacke in die Hand nehmen. Wenn ich sie finde. Da. Ich nehme auf jeden Fall mal den Schwefel hier mit.
Vielleicht brauche ich den ja später nochmal. Da ist irgendein Leuchtepilz. Schneekopfpilz. Moment, was ist das? Das ist er. Der Oberkobold. Der hält ja gar nichts aus. Ich habe Goblin Bane gerade als Erfolg bekommen. Zwar Oberbefehlshaber Frucht. Oh, wir können jetzt Bomben herstellen. Krabum. Das macht ja nicht mal ordentlich Schaden an der Umgebung. Was sind das für schlechte Bomben? Neues Handwerk für Schießpulver. Einmal kurz die Bomben entfernt, weil die im Weg standen. Mann, jetzt lass mich endlich an das dumme Fass. Danke. Was braucht man denn für Schießpulver? Also klar, für eine Bombe braucht man auf jeden Fall Schießpulver. Man braucht Bonsamann und Schnüre. Was ist denn das da? Ach, das ist, glaube ich, der Schwefel, oder? Warte mal, Symbol vergleichen. Ja, das ist Schwefel. Ich würde das gerne aufsammeln. Okay, Leute. Wir gehen jetzt gleich sofort zurück. Aber ich will erstmal hier den ganzen Schwefel abbauen. Das heißt, es dauert einen kurzen Moment. Ihr habt einfach einen Cut, bis ich bei der Frau wieder stehe. Leute, ich wollte nur ganz kurz hier oben das Gold holen und entdecke hier einfach den Mega-Wolf. Oh, der kann auch wesentlich mehr als der Goblin-König. Also der Commander. Besiegt. Warte, gezähmt? Wolfskopfschmuck habe ich bekommen. Oh, guck mal! Oh, ich habe einen Wolf, Junges. Warte mal, habe ich gerade die Mutter von dem Kleinen umgebracht? Ich hoffe nicht. Dann fühle ich mich schlecht. Ich hätte am liebsten Balian da unten losgeschickt, wegen der Ausbeute da. Da könnte er auf jeden Fall gutes Material sammeln. Ich habe auf jeden Fall richtig viel Schwefel mitgenommen. So, der Wolfskopfschmuck sieht auf jeden Fall geil aus. Aber er ist nicht besonders gut. Also mein Helm bringt mir wesentlich mehr. Aber er sieht cool aus. Ich behalte ihn auf jeden Fall. Und der Mini-Wolf, der ist so süß. Hast du dieses mechanische Monster von einem Kobold schon getötet? Ja, ich habe mich drum gekümmert. Das war ein Lappen. Das sind großartige Neuigkeiten. Das sollte ihren Vormarsch vorerst stoppen. Wofür auch immer sie den ganzen Schwefel abgebaut haben, es kann nichts Gutes sein. Ich werde zu meinem Vater in die Zitadelle zurückkehren und ihm die Nachricht überbringen. Und ihm auch sagen, dass er mir nie wieder ein goldenes Schwert kaufen soll. Bis wir uns wiedersehen. Treffen uns in der Zitadelle wieder. Ja. Ja, Gold ist halt auch kein besonders festes Material. Also, was Härte angeht, ist Eisen und Stahl deutlich härter als Gold.
Ja, Leute. Ich würde aber sagen, wir machen hier jetzt für heute Schluss. Ich würde ganz gerne kurz noch einen Kampf anzetteln. Ich will wissen, ob das Boys-Junge mir in einem Kampf helfen würde. Außerdem würde ich nochmal gucken, eventuell, ob das Auge jetzt vielleicht mal da ist. Also ich muss schon sagen, ne, die Quest mit diesem fliegenden Auge, die gefällt mir absolut nicht. Weil der ist einmal aus dem Bildschirmrand geflogen und ich kann ihn jetzt nicht mehr einsammeln. Das ist richtig doof. Okay, Leute, an der Stelle hier mache ich jetzt wirklich Schluss. Ich hoffe, dass ihr alle Spaß hattet mit dem heutigen Video. Wenn ja, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!